herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute in diesem Video möchte ich mit euch gerne über das Thema hormonelle Disbalancen sprechen. Und ich hatte vor kurzem eine Frau, die mich gefragt hat, Sarah, woher kommen denn jetzt eigentlich diese hormonellen Disbalancen? Das heißt, durch was werden die eigentlich verursacht? Und ich möchte gerne heute in diesem Video genau diese Frage beantworten. Ja, also der größte Einflussfaktor bzw. einer der größten Einflussfaktoren in Bezug auf das Hormonsystem ist natürlich unsere Ernährung. Das ist Punkt Nummer 1. Das heißt, es macht natürlich einen großen Unterschied aus, was man eigentlich isst. Als klassisches Beispiel kann ich da das Thema Kohlenhydrate bringen. Wenn man Kohlenhydrate isst, geht natürlich der Blutzucker nach oben. Wenn der Blutzucker nach oben geht, muss der Blutzucker auch irgendwann wieder runter. Daher wird ein Hormon produziert, das nennt sich Insulin. Insulin ist das Blutzuckerhormon. So, das Blutzuckerhormon hat grundsätzlich die Aufgabe, den Blutzucker wieder runterzubringen, aber leider wirkt das Blutzuckerhormon Insulin auch auf den Körperfettabbau, und zwar hemmt es den Körperfettabbau. Das zweite, was zum Beispiel Insulin macht, es fördert auch Entzündungen im Darm. Das sind dann zum Beispiel die Leute, die morgens aufstehen, einen sehr flachen Bauch haben und über den Tag irgendwann bläht sich der Bauch dann richtig auf. Das kann durch das Insulin kommen, was Entzündungen im Darm verursacht. Also die Ernährung hat, wie man sieht, nur an diesem Beispiel schon einen Einfluss auf das Hormonsystem und kann die Hormone aus der Balance bringen. Wichtig ist zu verstehen, dass als kurze Zwischennotiz, dass die ganzen Hormone miteinander in Verbindung stehen. Das heißt, man kann nicht sagen, ein Hormon geht aus der Balance und das hat keinen Einfluss auf alle anderen Hormone. Nein, die Hormone stehen miteinander in Kommunikation, ineinander Verbindung und sie beeinflussen sich gegenseitig. Das heißt, wenn sich einer dieser Faktoren hier suboptimal über eine längere Zeit entwickelt, dann kann das am Ende das ganze Hormonsystem mehr oder weniger aus der Balance bringen. Der zweite Punkt, der sehr, sehr stark auf das Hormonsystem einspielt, ist das Thema Stress. Egal, ob das körperlicher Stress ist oder geistiger Stress. Körperlicher Stress kann zum Beispiel zu viel Sport sein oder wenn man zu wenig trinkt, also wenn der Körper dehydriert ist, dann ist das auch Stress für den Körper. Oder geistiger Stress, man hat mit irgendjemand Ärger, dann ist man geistig angespannt und das wirkt auf das Hormonsystem ein. Genauso wie der physische Stress, wie ich heute schon gesagt habe, also zum Beispiel zu viel Sport oder Dehydration, wirken auf den Körper natürlich ein, verursachen, dass zum Beispiel der Körper mehr Cortisol bildet. Und wie ich heute schon gesagt habe, stehen die ganzen Hormone miteinander in Kommunikation, in Verbindung. Das heißt, langfristig kann das dann auch die anderen Hormone verschieben und dadurch entstehen ganz, ganz simpel hormonelle Disbalancen. Das nächste Thema, Thema Nummer 3, hat mit den Umweltgiften zu tun. Und zwar macht es einen riesen Unterschied aus, ob wir zum Beispiel unser Wasser aus dem Wasserhahn trinken, ob wir unser Wasser zum Beispiel aus Glasflaschen trinken oder ob wir unser Wasser aus Plastikflaschen trinken. Gleiches Beispiel bei der Ernährung. Es macht einen Unterschied aus, ob wir unsere Nahrung eher im Bioladen kaufen oder ob wir unsere Nahrung im normalen Supermarkt kaufen. Denn Umweltgifte sind zwar keine Hormone, wirken aber an den Zellrezeptoren im Körper wie Hormone. Das heißt, sie können das Hormonsystem durch ihre hormonelle Wirkung verschieben. Abgesehen davon ist natürlich jedes Gift im Körper für den Körper Stress. Das heißt, der Körper möchte diese Gifte eliminieren. Und wenn zum Beispiel seine Eliminierungsfunktion, das heißt die Entgiftungsfunktion, eingeschränkt ist, dann kann das schon verursachen, dass der Körper gestresst ist, dass mehr Cortisol gebildet wird. Und das Cortisol steht ja in Verbindung mit allen anderen Hormonen und kann diese, wie ich gerade vorher schon gesagt habe, ebenfalls beeinflussen. Nächstes Thema, Thema Nummer 4, hat mit dem Schlaf zu tun. Das Thema Schlaf ist sehr, sehr entscheidend, wenn man eine schöne hormonelle Balance haben möchte, denn der Schlaf beeinflusst das Hormonsystem in sehr starkem Maße. Als Beispiel verursacht Schlaf, dass das Stresshormon Cortisol in der Nacht abgebaut wird. Das Stresshormon Cortisol ist ein Hormon zum Beispiel, das kann über chronische Zeit Entzündungen fördern, es kann einen dick machen, es kann einen müde machen, erschöpft machen, es kann Muskelmasse abbauen, es verursacht, dass wir Vitamin-Mineralstoffmängel bekommen und Schlaf ist zum Beispiel entscheidend, um dieses Hormon wieder abzubauen. Wenn jetzt jemand aber zu wenig schläft oder jemand hat keinen guten Schlaf, also keinen qualitativ hochwertigen Schlaf oder jemand geht zu spät ins Bett, geht jede Nacht um 1, 2 ins Bett,
dann ist der Schlaf beeinflusst und dann ist natürlich auch irgendwo die eigentliche positive Wirkung des Schlafes beeinflusst und das wirkt sich wiederum negativ auf das Hormonsystem aus. Das heißt, wenn mehr Cortisol im Körper bestehen bleibt, weil es nicht effektiv abgebaut wird, hat das wiederum negative Einflüsse auf das gesamte Hormonsystem und natürlich auch auf unsere Gesundheit. Nächstes Thema, Thema Nummer 5, hat mit Hormonen zu tun. Beispiel, Thema Pille oder den Hormonring. Man muss sich bewusst machen, dass wenn eine Frau sagt, ich möchte nicht schwanger werden, dann nimmt sie natürlich Hormone und diese Hormone müssen eine hormonelle Disbalance verursachen. Wenn sie keine hormonelle Disbalance verursachen würden, würde die Frau ja höchstwahrscheinlich schwanger werden. Das heißt, man muss sich ganz, ganz, ganz klar und bewusst machen, dass wenn man Hormone in irgendeiner Form zu sich nimmt, ob das jetzt über eine Pille ist oder über eine Hormonspirale, dass das natürlich einen direkten Einfluss auf das Hormonsystem hat, die Hormone derart verschiebt, damit man natürlich am Ende nicht schwanger werden kann. Das heißt, wenn man Hormone konsumiert, kann das, wenn man gesund ist und keine hormonelle Disbalance grundsätzlich hat, kann das die Hormone natürlich bewusst aus der Balance bringen. Punkt Nummer 6 ist das Thema Nährstoffmängel. Nährstoffmängel haben einen direkten Einfluss auf unser Hormonsystem. Da kann ich euch ein simples Beispiel geben. Wir nehmen einfach mal das Thema Mann. Männer brauchen sehr viel Testosteron. Das ist das entscheidende Hormon für den Mann. Und Testosteron wird unter anderem gebildet, zum Beispiel aus Cholesterin, Zink und Vitamin B6. Jetzt, wenn irgendwann ein Nährstoffmangel entsteht, das heißt, ein Mann hat zu wenig Zink, hat zu wenig B6, dann kann die Folge daraus sein, dass er zu wenig Testosteron bilden kann. Was sehr, sehr schlecht ist, weil ja dann gewisse andere Hormone im Körper dominieren. Und so hat er auf ganz einfache Art und Weise schon eine hormonelle Disbalance. Alleine deswegen, weil das Testosteron dann zu wenig gebildet wird. Das heißt, Nährstoffmängel haben einen absoluten und direkten Einfluss auf unser Hormonsystem. Jetzt kommt der letzte Punkt, jetzt kommt Nummer 7. Also, Bewegungsmangel hat einen totalen Einfluss auf unser Hormonsystem. Wenn wir uns zu wenig bewegen, wenn wir zu wenig Sport machen, dann kann es sein, dass der Körper hormonelle Disbalancen bekommt. Denn der Körper braucht eine gewisse Bewegung. Er braucht Bewegung, das ist natürlich. Das heißt, wenn wir jemand haben, der würde den ganzen Tag nur sitzen, dann wirkt sich das sicherlich langfristig nicht positiv auf das Hormonsystem aus. Manche kennen das auch, manche empfinden sich gestresst, wenn sie sich zu wenig bewegen oder wenn sie zu wenig Sport machen. Und wenn sie dann Sport zum Beispiel gemacht haben, empfinden sie, dass es ihnen viel besser geht. Sie sind entspannt, sie hatten das Gefühl, sie können Stress abbauen. Das heißt, Bewegung dient dazu unter anderem, Stress abzubauen und das fördert natürlich am Ende, dass die Person ausgeglichener ist, zumindest geistig und natürlich auch körperlich. Und das fördert wiederum, dass der Körper nicht mehr so viele Stresshormone bildet. Das heißt, wenn man sich die ganze Zeit angespannt fühlt und man hat zu wenig Bewegung und man ist nervlich angespannt, dann wirkt das natürlich auf das Hormonsystem ein. Bewegung hilft dem aber entgegen, indem es zum Beispiel hilft, langfristig eben entspannter zu sein, dadurch weniger Stresshormone zu bilden. Gleiches Thema, Bewegungsmangel fördert auch einen Testosteronmangel. Das heißt, wenn man sich mehr bewegt, allgemein vielleicht auch eher Thematiken macht wie Bodyweight Exercise oder Intervalltraining, dann fördert man auch damit die Testosteronproduktion, was wiederum sich positiv auf das Hormonsystem auswirkt. Das heißt, ihr seht, es gibt sehr viele Einflussfaktoren, die mit dem Thema hormonelle Disbalancen in Verbindung stehen. Und all diese Thematiken sind wichtig. Also es gibt keine Thematik, wo man sagen kann, die ignoriert man einfach oder die ist egal. Nein, wenn man wirklich eine hormonelle Balance herstellen möchte, dann muss man all diese Faktoren berücksichtigen und muss schauen, dass all diese Faktoren eben in die Balance kommen, sodass am Ende alle Hormone positiv in der Balance sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir super gern wie immer in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich total über einen Like von euch freuen und gerne dürft ihr auch meinen Kanal abonnieren, wenn ihr in der Zukunft spannende Videos zum Thema Hormone bekommen wollt. Bis bald und tschüss!